Servus, Grüße und Hallo zu einem weiteren Video hier bei mir auf meinem Kanal. Und ja, heute mal etwas anderes, denn ich habe ja beim fünften Türchen 5 bzw. 6 von den Doppelblistern geöffnet vom Schwert und Schild Set 2 und 3, also Flammen der Finsternis und Clash der Rebellen. Und heute ist ja das, jetzt lass mich nicht lügen, 19. Türchen. Ich hoffe, es ist das 19. Türchen, sonst wird es ziemlich peinlich. Aber dementsprechend werde ich heute nicht 19 von den 2-Pack-Blistern öffnen. Das wäre etwas zu viel. Und jetzt muss ich tatsächlich überlegen, ich glaube, ich hätte sogar noch so viele da, aber nein. Vor allen Dingen, weil dann am 24. für das Video müsste ich 24 öffnen. Deswegen, das werde ich auf jeden Fall so nicht durchziehen. Ich habe mir dafür aber heute was anderes überlegt. Und zwar werden wir trotzdem Booster öffnen, aber wir öffnen ein bisschen was beim TCGO tatsächlich. Und ja, da ich ja selbst auf meinem Kanal so gut wie gar nichts, also außer einem großen Hassvideo zu dem Set und einer ETB, kein wirkliches Video zu Weg des Champs gemacht habe und damit der liebe Andi, sprich Collect and Trade, einige von den Codes für dieses Set zugeschickt hat, werden wir heute ein bisschen dort was zu öffnen. Und ja, damit das Ganze nicht einfach nur so ist, ich öffne irgendeinen speziellen Bums, Weg des Champs, auf den... Ah, doch, ich habe irgendwie schon Lust, vielleicht ziehe ich mir einen Glurak, vielleicht, oder sonst irgendwelche anderen coolen Karten, nee. Aber ich habe mir ein paar Gedanken gemacht zu einem gewissen Thema und da würde ich heute einfach so ein bisschen drüber sprechen. Das ist nämlich im Endeffekt meine Frage, um die es heute geht, im Rahmen des Adventskalenders hier von der Pokémetropole. Kann ich auf sonst noch mal kurz was zu erzählen. Wie gesagt, checkt sonst die früheren Videos aus, guckt mal in die Beschreibung, da ist eine Playlist. Wir haben uns als Pokétuber zusammengetan, jeder macht ein Video an, dann so gesehen einem Tag, ist jeder mal dran, am Heiligabend sind wir alle dran. In jedem Video wird eine Frage gestellt, ihr könnt bei jedem Video diese Frage beantworten, könnt somit ein Los sammeln für den Lostopf. Es gibt am Ende zu gewinnen den Pokémon-Koffer, hätte ich ja auch gern vorgestellt, habe ich aber nicht mehr bekommen. Lockdown, yay! Und genau, dementsprechend würde ich einfach mal zu meiner Frage gehen. Oh, ganz böse, ich stelle meine Frage direkt zu Beginn. Eigentlich sollte ja irgendwo vielleicht mittendrin versteckt sein. Meine Frage ist an euch. Was sind eure Wünsche oder eher gesagt Verbesserungsvorschläge an die Pokémon Company für zukünftige Pokémon-Spiele? Also in Bezug auf die Videospiele. Ja, sprich, es kommen jetzt vermutlich die Remakes von Diamant und Perl. Und da wäre dann die Frage, was wünscht ihr euch zum Beispiel für diese Spiele oder vielleicht für die neue Generation, die dann kommt? Sagen wir mal eher für die neue Generation. Es ist natürlich, oder wäre schön, wenn das auch schon in Diamant und Perl umgesetzt werden würde. Aber wenn das dementsprechend nicht so ist und zum nächsten Spiel kommt, Hauptsache es wird kommen irgendwann, würde mich freuen. Aber ich würde sagen, wir starten hier einfach mal rein. Und ich würde eigentlich ganz gerne die hier öffnen. Ah, so. Ich würde sagen, wir gucken einfach uns mal das erste an und dann würde ich danach einfach mal so ein bisschen mit meinen Argumenten anfangen. Ich habe mir hier tatsächlich kein Skript geschrieben, aber einfach so ein paar Punkte, die ich hier abarbeiten wollte. Und wir haben auf jeden Fall ein Absol, also keine Energie. Hier wäre noch ganz cool, wenn man die Energie ziehen würde, so auf dem Reverse-Slot. Ansonsten der Rest, wie gesagt, Meinung zum Video. Guck mal in mein Meinungsvideo rein, dann wisst ihr, was ich davon halte. Und wir ziehen eine Holo. Oh mein Gott, wir haben eine Holo. Bei dem Set nichts mehr wirklich Besonderes. Und ich würde einfach mal anfangen mit dem ersten Punkt. Und zwar ist der, dass ich mir ganz gerne mal neue Designs wünschen würde. Und zwar aus einem einfachen Grund. Ich bin Riesenfan von Pokémon X und Y. Diese Spiele sind allerdings aus dem Jahr 2013. Also jetzt zum Standpunkt von, wo ich das Video hier aufnehme, 7 Jahre. Wirklich genau 7 Jahre, ein paar mehr. Es ist im Oktober erschienen. Und wir haben tatsächlich seit 2013 die gleichen 3D-Modelle von den Pokémon. Und damals war es eben so, okay, wow, dieser Schritt von Schwarz und Weiß, beziehungsweise Schwarz und Weiß 2 hin zu XY war ein Meilenstein. Also was sie da umgesetzt haben für auch damals schon ja über 600 Pokémon, das war echt phänomenal. Und natürlich mit jeder Generation, also Generation 7, Generation 6, Generation 8, sind nochmal neue Pokémon dazu gekommen, die auch nochmal wieder 3D-Sprites bekommen haben. Ich mach mal, by the way, hier noch ein zweite Dreh. Ich mach mal einen Irokex. Okay, wow, schon wieder eine Holo. Richtig, richtig nice. Haben auch neue, so gesehen, 3D-Modelle sind dazugekommen, aber trotzdem, wir haben jetzt seit 2013 immer noch zum Beispiel das gleiche fucking 3D-Artwork für Glurak. Und wir haben immer noch das gleiche für Turtok. Und ich hätte kein Problem damit,
Forschung des Professors, das ist immer eine Karte, die kann man auch ganz nah spielen. Wenn die Pokémon zum Beispiel geil aussehen würden, oder, also sie sehen auch zum Teil geil aus, aber es gibt auch Pokémon, die einfach ganz klar unter den 3D-Artworks verloren haben. Und so ein Beispiel ist Xatu. Oh, wow. Okay, und wir haben den ersten Hit, wir haben eine Full Art gezogen. Full Art Kamallen. Ist auf jeden Fall ganz nice, kann man mal mitnehmen hier. Xatu ist so ein Pokémon, finde ich, das sah früher immer richtig cool aus, wie ich so gesehen seine Flügelbandanimation so aufgeschlagen hat und jetzt fliegt es. Das ist generell so ein Problem bei Pokémon, die fliegen. Zum Beispiel auch Panzer-Eron, finde ich, hat sich nicht gut gemacht, das 3D-Artwork. Würde ich mir auch einfach ein bisschen was Neues wünschen. Und so ein bisschen die, also früher manche Artworks haben einen einfach, richtig verängstigt. Sagen wir es mal so. Also zum Beispiel das Mammut-Artwork. Mammut hat immer richtig, richtig böse gucken. Jetzt, ja klar, es kommt rein, es steht dann da und es ist irgendwie nicht mehr so wirklich böse, wie es vorher war. Oder auch Glurak. Glurak steht auch in der Luft. Der hat auch das Problem. Er fliegt und früher war so richtig badass. Ich weiß noch so, der aus Feuerrot, da stand er so und hatte richtig Bock, so gesehen einem das Gesicht zu verbrennen. Und ja, das ist so eine Sache, die fehlt. Die darf gerne mal ersetzt werden. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass die Pokémon Company weggeht von diesem Schritt. Ne? So, okay, die ruhen sich auf den Lorbeeren aus von X und Y, was auch mega geil war zu dem Zeitpunkt. Aber es muss einfach was Neues kommen. Und wenn wir uns überlegen, es gab bei vorherigen Spielen kein einziges Mal den Fall, dass wir, über so einen langen Zeitraum die gleichen Artworks hatten oder beziehungsweise die gleichen Modelle. Also gucken wir zum Beispiel dritte Generation, da war es auch irgendwie alle, also da waren die wirklich auch fast gleich, minimale Abänderungen, aber auch selbst da, es gab minimale Abänderungen, aber auch das ging ja jetzt nicht ewig lang. Also wenn ich überlege, 2004 sind da die, glaube ich, die ersten Spiele rausgekommen, mit Rubin und Saphir vielleicht auch 2003 und dann ging das auch vielleicht über 3-4 Jahre, aber trotzdem war das nicht generationenübergreifend. Wir haben jetzt seit Generation 6 wirklich die gleichen, weil Generation 7 war das gleiche, Generation 8 ist jetzt zwar auf der neuen Konsole, sogar weg vom 3DS, wo man denkt, okay, vielleicht gönnt euch doch mal hier ein bisschen mehr, weil die Switch kann ein bisschen mehr leisten als ein Nintendo DS oder 3DS, aber nein. Das wäre zum Beispiel so einer der ersten Punkte, die ich da ansprechen wollen würde. Und wenn wir schon direkt bei so gesehen den Pokémon 3D-Animationen sind, dann lass doch auch zum Beispiel die Attacken mal erneuern. Weil die sind auch, zumindest ähnlich. Es gab ein paar, okay, die haben ein paar Neuerungen bekommen. Ja, vor allen Dingen jetzt auch in Schwert und Schild, glaube ich, ist nochmal einiges neu gemacht worden. Aber trotzdem, auch da könnte man sich einfach mal wieder was Neues überlegen. Das wäre einfach schön, oder generell, also ich meine, oder selbst wenn sie die alten nehmen würden, die alten 3D-Artworks, könnten sie einfach, denen so ein bisschen mehr Bewegung reingeben. Weil manche stehen dann da zum Beispiel, also Galagladi. Galagladi zum Beispiel, der steht, glaube ich, einfach, wenn er reinkommt, und dann steht er da. Und wenn sie ihm allein einfach schon so ein bisschen Bewegung da reingeben würden, das macht das Pokémon viel, oder stellt es viel realistischer dar, als wenn es einfach nur so da steht und dann manchmal irgendwie so eine kleine Bewegung macht. Das würde den Ganzen schon deutlich mehr bringen. Und vielleicht, wenn wir so gesehen das mit den Attacken kombinieren, was mich einfach freuen würde, wir haben jetzt eine leistungsstarke Konsole, auf denen die Pokémon-Spiele kommen. Wir werden keine Spiele mehr für den 3DS kriegen. Macht doch bitte einfach mal, nur einmal gucken, wo hatte ich den Punkt aufgeschrieben? Hatte ich sogar, glaube ich, direkt darunter aufgeschrieben. Macht doch einfach mal Animationen wie bei Pokémon Battle Revolution. Also wirklich. Ich habe das Spiel zwar selbst nie gespielt, ich habe aber einiges vom Spiel gesehen. Ich denke mir so, oh mein Gott, es sieht echt cool aus. Also wirklich, die Pokémon kommen da ran, die Pokémon hauen sich so gesehen gegenseitig. Die Animationen sind echt richtig nice. Allein zum Beispiel, dass du Tarnsteine die ganze Zeit um das Pokémon herum siehst. Es gibt also wirklich coole Animationen, wenn das Pokémon dann besiegt ist. Klar, die gibt es auch irgendwie bei Schwert und Schild, aber die waren da auch einfach mega, mega nice. Und das wäre sowas, wo ich mir auch denken würde, ja, gib mir doch mal mehr davon. So, ich quatsche jetzt ziemlich viel herum. Wir gucken uns erstmal an, dass wir eine Mary in Reverse ziehen. Und komm, dahinter haben wir ein Volvorok. Volvorok, auch cooles Pokémon, 3-Form. Sag ich auf jeden Fall nicht nein zu. Also wie gesagt, Animation wäre für mich ein Punkt. Bitte macht da was Neues draus. Ruht euch nicht drauf aus. Macht was Neues. So, jetzt gibt es einmal hier ein kleines bisschen was zu trinken.
schließlich, ne? Man muss ja immer mal was tun für Herz und vor allen Dingen für den Hals, wenn man so viel quatscht. Und machen wir mal direkt zweiten Punkt. Ich guck mal, wie viel ich von meinen Punkten hier noch einbaue, weil ich jetzt auch, denke ich, schon eine gewisse Zeit dran bin. By the way, mach mal nebenbei noch was auf. Wir haben eine Forschung des Professors. Ja, jetzt hat man hier 5, kann man mal eine tauschen. Story würde ich mir einfach ein bisschen mehr wünschen. Das war jetzt bei Schwert und Schild irgendwie gefühlt immer so ein bisschen was Aufgesetztes. Ja, wir haben irgendwie so eine Story und dann aber irgendwie zwischendrin war die Story so komplett irrelevant. Glaube ich, bei irgendwelchen, also zwischen irgendeinen Abständen von den Ohren. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Aber einfach, also welche Spiele zum Beispiel fand ich von der Story richtig nice Schwarz und Weiß 2. Auch deutlich nochmal besser als Schwarz und Weiß, weil die hatten wirklich diese coole Story. Du hattest Team Plasma, sowohl die neuen und die alten, so sind die, die Gezis gefolgt haben, die N gefolgt sind. Und auch so generell, du hast immer, also alle Arena-Leiter waren irgendwie immer eingebaut in die Story, was mega cool war, weswegen sie nicht einfach irgendwie nur so rumstanden oder so, ja, hi, ich bin jetzt hier Arena-Leiter und du musst jetzt nur gegen mich kämpfen und dann bin ich wieder weg. Sondern man hat das Gefühl, sie waren so ein bisschen wie die Bürgermeister von der Stadt. Das hat man so ein bisschen zwar auch bei Schwert und Schild gehabt, aber ich fand, da war es einfach, also bei Schwarz und Weiß 2 war es einfach nochmal so ein bisschen geiler. Oder auch zum Beispiel andere Spiele, sagen wir Diamant, Perl, Platin, wo zum Glück dann hoffentlich bald irgendwann die Remakes von kommen, waren auch sehr spannende Spiele so von der Story. Ja, also da denke ich mir, gib mir mehr davon. Und vielleicht kann man das dann auch so direkt da ein bisschen mit reinpacken. Also so was Story angeht, generell bitte nicht so viele Cutscenes. Also Sonne und Mond war so das perfekte Beispiel. Du bist 2 Meter gegangen, erstmal Blackscreen für eine Sekunde und dann Cutscene und dann wieder kurz eine Sekunde gelaufen und dann wieder Blackscreen und denkst dir so, muss doch auch irgendwie anders gehen. Zum einen das, zum anderen die Rivalen. Also wirklich, wir haben bei Sonne und Mond Tali gehabt und wir hatten bei Schwert und Schild Hopp. Und es gibt sehr lustige Videos, wie ihr euch anguckt, wie die beiden sich bewegen. Ich mache nur den hier. Und es ist genau das Gleiche und sie sind auch genau gleich nervig. Und ganz ehrlich, der Rivale ist für mich jemand, der einfach Badass ist und mit dem wir so gesehen auf, ja, hau drauf sind. Also ganz klassisch einfach Gary oder Pooh. Wie heißt der nochmal aus? Wie heißt der denn nochmal aus? Aus Gold und Silber. Der mit den roten Haaren. Der Sohn von Giovanni ist, wenn man manchen Theorien glauben darf. Oder ich weiß gar nicht, ob es bestätigt ist. Egal. Auf jeden Fall, die beiden waren einfach so Badass. So, yo, hier, wir sind die geilsten. Und ich könnte mich sonst sogar auch noch irgendwie mit anfreunden, mit dem Rivalen aus eben Diamant und Perl. Das war ja mehr so, okay, wir sind zwar sein Freund, aber trotzdem ist er so, okay, ich probiere immer besser als du zu sein. Schafft er dann zwar im Endeffekt nicht, weil wir immer besser sind, aber das wäre einfach mal wieder cool und nicht dieses, yo, good buddy und hier und alles und Trita Trulala, Konfetti und das ist kein Rivale. Könnt ihr gerne irgendwie so als Nebencharakter machen, ja, so wie jetzt Anya vielleicht, aber nicht als Rivalen, der soll Badass sein, der soll uns einen reinhauen, da soll es richtig, richtig zugehen. So, machen wir mal nebenbei immer nochmal was vom dollen Setweg des Champs auf und hoffen einfach nochmal, dass wir was kriegen. Hier, da ist er, by the way, hopp, yay, gerade noch über die geredet, toller Typ, also wirklich. Und arme Zygarde. Na komm, machen wir noch eins auf. Nicht, dass am Ende die Leute sagen, oh ja, du schreibst ja irgendwie, du machst hier TCG Online-Booster auf und machst dann im Endeffekt gar nichts wirklich auf. Haben wir nochmal eine Mary. Sehr schön, sehr schön. Und jetzt muss ich mal gucken, was haben wir denn noch als Punkt? Also, die Wahlen da wieder Badass, das hatten wir auf jeden Fall schon. Dann, ja, ich glaube, ich nehme eigentlich gar nicht mehr so viel mit rein. Vielleicht, wenn es noch so ein bisschen um die Story geht, fände ich, ist eigentlich ganz schön. Wir haben jetzt die DLCs bekommen. Ich weiß immer noch nicht ganz, was ich von denen halten soll, außer dass es insgesamt sehr überteuert ist. Also wenn du überlegst, du zahlst 90€ für ein Spiel, was auf keinen Fall 90€ wert ist. Also 60€ für Spiel plus 30 für beide DLCs, wo vor allen Dingen der erste sich für dich gar nicht lohnt. Macht lieber nicht ein DLC, macht ein vernünftiges Postgame. Macht das sonst im Nachhinein über einen Download, klar, ich weiß, ihr wollt, oder die Pokémon Company will damit Geld verdienen, aber ich finde trotzdem, sollte man einfach, ja,
Das ist so nicht richtig. Und vor allen Dingen, also was mich zum Beispiel gestört hat, ist, dass man da mit seinen eigenen Pokémon reingehen konnte. Und das war so ein bisschen, ja, was bringt es mir denn jetzt nochmal in eine neue Region oder einen neuen Bereich zu gehen, wenn ich eh Pokémon habe, die alle vielleicht schon bei Level 100 sind oder auf jeden Fall total überlevelt. Und was ich echt cool gefunden hätte, wäre zum Beispiel beim ersten DLC, wenn man einfach da diesen Bären bekommen hätte, der sich dann zu Urshifu entwickelt. Und wenn man einfach mit dem dann so gesehen in die Region hätte starten müssen, man hätte sich neue Pokémon fangen müssen, man hätte nicht die Möglichkeit gehabt, auf die alten zuzugreifen. Und wenn man es dann durchgespielt hätte, dann hätte man sagen können, okay, machen wir, dass du jetzt wieder auf alles zugreifen kannst. Oder zumindest auch für die Bereiche. Oder eben, das war jetzt so dann der Gegenaspekt dann dazu von dem zweiten DLC, da war es ja so, wir hatten kaum gefühlt Kämpfe, es war einfach wirklich erkundet die Gegend, fange die legendären Pokémon, mach die Story dahinter. Das war cool, das war auch, also das hat auch von der Story einen, fand ich, deutlich mehr gepackt. Aber trotzdem würde ich mir einfach wünschen, macht es einfach ins normale Spiel rein, gib dem Spiel eine geile Afterstory. Und mach's nicht so, okay, wir haben die Pokémon-Liga und dann ist direkt Schluss. Also, weil das ist einfach irgendwie schade und das muss nicht sein. Bah, hi, Zygarde, dich hatten wir gerade eben schon. Sondern macht mal wirklich was draus. Macht irgendwie noch was Cooles. Oder macht eine zweite Region rein. Ja, also ganz ehrlich, damals Gold und Silber, ich glaube, die Überraschung so, okay, wir gehen einfach nochmal nach Kanto. Ja, das wurde einfach mitgenommen, weil die ersten Generationen sich so gut verkauft hat, vermutlich. Aber es war mega geil, du hattest zwei Regionen, du konntest sie nochmal neu erkundigen. Du hattest die Möglichkeit, so gesehen, darzustellen, was es in der Region passiert, über die Zeit hinweg. Also ein bisschen das, was jetzt ab und zu mal in Spezialeditionen entsteht, zum Beispiel bei eben Schwarz und Weiß 2, ja, die beiden Spiele genannt, die ja so gesehen einfach ein paar Jahre danach spielen oder eben manche, die dann vielleicht so eine alternative Variante zeigen, Ultrasonne, Ultramond, was jetzt vielleicht nicht so mega krass als Spiel war, weil das hat sich jetzt nicht so extrem unterschieden. Aber wir haben immer einen Pokusan gezogen. Aber das wäre sowas, wo ich sagen würde, okay, das wäre cool, wenn es das geben würde. Damit haben wir auch im Endeffekt den Punkt so mehrere Regionen, wäre irgendwie schon ziemlich, ziemlich cool. Dann zum Schluss vielleicht einfach noch so ein paar kleine Sachen dazu, was ich mir wünschen würde, so aus Competitive-Spieler-Sicht. Also, wir haben jetzt einen Timer momentan, der war früher eine Stunde, der ist momentan 20 Minuten, mach den weg. Mach diesen verkackten Timer von 20 Minuten weg, der ist echt Horror. Es gibt einen Chess-Timer, da hat man so gesehen selbst 10 Minuten Zeit und dann zu sehen, einfach so lange, bis man den Move drückt, dann ist die Zeit auch wieder gestoppt und sonst nicht. Baut den sonst ein, macht den länger, macht den zugänglich für alle möglichen normalen Leute oder macht das wieder länger und vor allen Dingen gibt uns wieder die Kampfkamera, dass wir die Kämpfe aufzeichnen können. Ganz ehrlich, das ist so schlimm, es gibt nur live Wi-Fi-Battle zu sehen, weil man sie eben nicht aufnehmen kann. Und das ist echt Horror, Horror pur und Zygarde hat schon wieder Bock, uns hier zu treffen und wir ziehen Altaria. Also schon mal einen Drachen, aber nicht den roten Drachen, den man hier gefühlt irgendwie als einziges so ziehen will. Von wegen, das wäre noch ganz cool aus so Competitive-Sicht und ein Punkt, den nehme ich auf jeden Fall noch mit rein. Wollen wir uns erstmal hier angucken. Ja, mein Silimprim. Weirdes Pokémon, sage ich immer noch. Aber ein Punkt, der auch, finde ich, nicht schwierig umzusetzen ist, ist einfach, macht einen Schwierigkeitsgrad in die Spiele. Ist doch nicht so schwierig. Also, und sonst, wenn ihr meint so, ja, es soll erst irgendwie danach sein, dann macht es halt, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat, dass man dann danach die Möglichkeit hat, es vielleicht nochmal auf einem schwierigeren Schwierigkeitslevel zu spielen. Aber es ist doch sonst nicht zu viel verlangt, wenn ihr einfach sagt, okay, wir machen zu Beginn eine Abfrage, yo, soll es leicht sein, soll es mittel sein, soll es schwer sein. Und ihr passt zum Beispiel dann die Pokémon daran an, von ihrem Level. Oder vielleicht auch generell, welche Pokémon die haben. Weil inzwischen, muss man sagen, ist Pokémon schon, finde ich persönlich, ziemlich einfach geworden. Wenn man das mal so vergleicht, zum Beispiel mit Cynthia, wieder Diamant Perl, es war super schwierig. Also Cynthias Team immer noch... und wenn man da einfach... Kurze Abfrage, yo, habt ihr Bock, ein bisschen schwieriger zu haben? Ja, danke, nice. Und wir wären alle zufrieden und müssten nicht irgendwelche Emulatoren spielen, wo wir die Level hochsetzen können. Oder zumindest prozentuelle Anteile. Das wäre auch noch eine Sache, finde ich, würde das Spielen deutlich spannender machen, weil momentan ist das Gefühl so, ja, du läufst durch und fängst nebenbei Pokémon und der EP-Teil ist eh gefühlt irgendwie überpowered oder kriegst generell einfach so EP. Und dann machst du die Kämpfe und du brauchst irgendwie keine Heil-Items, weil du machst eh jeden Trainer weg. Und die KI von denen ist auch manchmal nicht so mega nice. Ja, das wäre einfach so ein Punkt, wo ich sage, einfach umzusetzen, aber hätte einen großen Impact auf Spielen. Und würde, denke ich, auch vor allen Dingen den Erwachseneren eben eher
liegen. Weil klar, natürlich ist es irgendwie für Kinder ausgelegt, aber es ist doch kein Problem, wenn man einfach sagt, vielleicht auch bei Kindern, die, sehr schön, hier haben wir einmal noch ein Pokusan gezogen. Passend zu dem Pokusan, was wir vorhin schon hatten, haben wir jetzt noch die VMAX-Karte. Die sieht tatsächlich auch ziemlich nice aus, muss ich sagen. Wäre es ja nicht zu viel verlangt, ja komm, wir tun nochmal auch was vielleicht für die älteren Spieler oder eben wirklich die Jüngeren, die es zocken wollen. Auch unter einem schwierigen Schwierigkeitslevel. Gut, meine Kamera hat sich jetzt gerade eben schon einmal verabschiedet. Ich würde einmal sagen, wir machen mal jetzt noch hier dieses Booster auf jeden Fall zu Ende. Wir haben ja nochmal das gute Wolverock und dahinter nochmal Machen wir jetzt noch ein letztes Booster, dann kann ich immerhin sagen, ich habe ein bisschen was geöffnet vom Weg des Gems. Bin zum Glück nicht großartig drauf eingegangen, ist vermutlich besser so. Wir haben ja nochmal einen Lucario. Sehr, sehr cool, finde ich auch vom Artwork ziemlich nice. Ich weiß zwar nicht ganz, wieso es in der Stadt chillt. Das ist ja gefühlt eher so dieser Nachtara Darkrai-Spot. Aber ja komm, eins machen wir noch. Dann haben wir 20 Booster aufgemacht, dann kann ich jemand sagen, das ist okay. Hab jetzt wie gesagt auch knapp 20 Minuten gequatscht zum Thema, aber ich finde es irgendwie wichtig, weil momentan ist es so ein bisschen, es fährt sich so ein bisschen auf zum Level ein. Also Sonne, Mond, Schwert, Schild. Ja, das hatte jetzt nicht so krass viel, was vielleicht da jetzt Neues dabei war. Und ich würde mir einfach mehr wünschen, weil Pokémon könnte mehr machen. Sie ruhen sich, finde ich, momentan eben so ein bisschen einfach drauf aus. Und mir würde es auf lange Sicht einfach nicht mehr so viel Spaß machen, es zu zocken. Und ich zocke dann einfach ganz ehrlich, ich bin wirklich ehrlich, ich zocke dann lieber die alten Spiele nochmal. Ich zocke lieber Heart Gold und Soul Silver, weil das so eine der besten Spiele waren. Zwei Regionen. Grafisch cool. Waren vielleicht ein bisschen langsam. Vierte Generation eben der Nachteil davon. Aber trotzdem hat einfach mega gebockt. Ja, oder eben, ich zocke dann auch gerne nochmal Smaragd zum ich weiß nicht wie viel Mal. Zum zu viel Mal. Ja. Das soll es aber an der Stelle von mir gewesen sein. Ich würde sagen, wir gucken uns einmal noch die letzte Rare-Karte an. Haben wir nochmal eine gute Mary. Und ja, damit würde ich sagen, ich bin sehr auf eure Meinung gespannt zu dem Thema. Könnt ihr auch gerne einfach mal schreiben, wie euch das so gefallen hat. Ich meine, ich habe jetzt so ein bisschen, ich habe mir hier zwar eine Liste geschrieben mit Sachen, die ich so sagen will. Ich habe aber im Endeffekt ja einfach relativ so viel drauf losgeredet. Ich werde das auch, denke ich, kaum schneiden, weil ich habe wirklich fast jetzt 20 Minuten am Stück durchgeredet. Was ihr von dem Ganzen haltet, ne? Einfach mal so ein kleines bisschen so Meinungsvideo ist jetzt hier eingebaut. Könnte man natürlich auch noch ein bisschen krasser aufziehen, so mit jedes Mal dann als Beispiel das reinbringen, was man so gesehen auch meint. Ich muss mal gucken, vielleicht finde ich auch irgendwie mal Videos, die ich jetzt in dieses Video noch einbauen kann, zum Beispiel, wo ich euch zeige, wie sah es bei Pokémon Battle Revolution aus, genau, oder zum Beispiel die Artworks jetzt von den unterschiedlichen Pokémon, muss ich mal auf jeden Fall gucken. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, wie gesagt, auch eure Wünsche für zukünftige Spiele bzw. Verbesserungen. Dann seid ihr auf jeden Fall auch mit einem weiteren Los drin beim Adventskalender und dann sehen wir uns. So gesehen, wenn ihr das Video jetzt heute direkt sehen solltet, sehen wir uns morgen, dann kommt hoffentlich mein Adventskalender pünktlich. Und ja, ansonsten am 24., sprich Heiligabend, das ist dann so gesehen der krönende Abschluss von unserem Adventskalender. Da gibt es auch nochmal ein Video hier bei mir auf meinem Kanal, dann werde ich dann auch nochmal was öffnen. Ich muss mal gucken, ob ich bis dahin nochmal irgendwie was finde, was man aufmachen kann. Und ansonsten soll es das von meiner Stelle gewesen sein. Ist jetzt, denke ich, lang genug geworden. Macht's gut, bleibt gesund und ciao, ciao!